Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, ich wollte ein Thema ansprechen, das immer wieder zu großen Problemen führt in unserer Umma. Und zwar das Thema Gerechtigkeit vor Hierarchie. Wir haben es sehr oft in unserer Umma damit zu tun, dass die Hierarchie wichtiger genommen wird als die Gerechtigkeit. Ja? Der ist der Führer, der ist der Vater, der ist der Ehemann, der ist der Moscheebesitzer oder was auch immer. Und deswegen kann er gegen die Gerechtigkeit gehen. Kann er ungerecht handeln. Man erlebt es immer wieder und das ist eines der Hauptprobleme. Der Prophet a.s.w. bei der Schlacht von Badr hat er die Sahaba in eine Reihe gestellt mit einem Pfeil und hat einem Sahabi wehgetan. Und dann hat der Prophet seinen Bauch freigemacht und hat gesagt, revanchiere dich bei mir. Warum hat er das gemacht? Er wollte damit zeigen, dass Gerechtigkeit wichtiger ist als Hierarchie. Obwohl der Prophet a.s.w. mit Abstand der beste Mensch ist und in der Hierarchie an erster Stelle steht, muss er gerecht sein. Ist er der Gerechtigkeit unterworfen? Denn wegen der Gerechtigkeit hat Allah die Gesandten geschickt. وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَكُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Wir haben schon unsere Gesandten mit den Verdeutlichungen geschickt und haben mit ihnen das Buch und die Waage herabgesandt, damit die Menschen mit Gerechtigkeit walten. Das ist das A und O. Umar al-Khattab radiallahu anhu hat einmal Amr al-Nas zu sich gerufen aus Ägypten und hat ihn geschlagen, beziehungsweise hat den Sohn von Amr al-As geschlagen, weil er einen Christen ungerecht behandelt hat. Und dann hat er den Christen befohlen, den Vater auch zu schlagen, aber der Christ hat davon abgesehen, weil der Vater Amr al-As das zugelassen hat. Das ist Gerechtigkeit. Das zeigt, obwohl Amr al-As der Führer von Ägypten war und er, der andere war ein Untertan, ein christlicher Untertan, es ging um Gerechtigkeit. Und wir werden keine Hilfe von Allah bekommen, wenn wir nicht gerecht sind. Das heißt, das Erste ist, wenn ich ein Führer bin, wenn ich eine Befehlsgewalt habe, wenn ich der Vater bin, das Familienoberhaupt bin oder was auch immer, ich muss mich fragen, ist meine Entscheidung gerecht? Ist es nach Koran und Sunna? Ist es vernünftig, was ich mache? Das ist Nummer 1. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten können wir keinen Erfolg haben. Es fängt in der Familie schon an. Der Prophet a.s.w. sagte, jeder von euch ist ein Hirte und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde. Aber was ist der Hirte? Was muss ein Hirte sein? Ein Hirte muss Rücksicht nehmen auf seine Schafe, auf seine Herde. Er muss nicht nur einfach für sich handeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Die zweite Sache ist, als in der Hierarchie, dass man schaut, dass man Schura macht, dass man sich berat, dass man Rat sucht, dass man sich beratschlagt. Dass man Ratschlag sucht von anderen, sich zusammensetzt. Der Prophet a.s.w. hat dies immer gemacht und hat Ratschläge von anderen Leuten auch angenommen, wenn es kein Wahi gab. Wahi, die Offenbarung, ist die absolute Gerechtigkeit. Zum Beispiel bei der Schlacht von Uhud hat er gefragt, sollen wir rausgehen oder sollen wir hier bleiben und hier kämpfen? Und als die Schura gemacht wurde, hat er sich entschlossen, das zu machen, als die sich abgesprochen haben, hat er das gemacht, was die Mehrheit entschieden hat. Es gab kein Wahi. Es war das Interesse der Mehrheit gewesen. Es war das, womit die meisten zufrieden sind. Warum? Weil man will, dass die Leute zufrieden sind. So. Und obwohl das wahrscheinlich die falsche Entscheidung gewesen ist, sagte Allah danach im Koran, als er Surah Ali Imran herabgesandt hat, وَشَوِّرْهُمْ فِي الْأَمْرِ und beratschlage dich mit ihnen in der Angelegenheit. Das ist Nummer 2. Und danach kommt die Hierarchie. Denn wofür ist die Hierarchie da? Ist die einfach dazu da, weil einer Macht besessen ist, machtgierig ist? Ja?
weil er besitzen will? Wofür ist die Hierarchie da? Damit man am Ende zu einem Entschluss kommt und damit es kein Chaos gibt. Deswegen, es geht nicht um Rebellion. Dies ist kein Appell an Rebellion, dass die Frau gegen ihren Ehemann rebellieren soll oder dass wir irgendwo rebellieren sollen gegen die Hierarchie. Dies ist ein Appell an die, die Führungsgewalt haben, sei es in der Familie, sei es in der Moschee, sei es in einem Land, dass sie nach diesem Maßstab gehen. Erstmal, Koran und Sunna, ist das, was ich mache, gerecht? Zweitens, Schura machen. Das beste Interesse für die Leute suchen. Und danach gibt es die Hierarchie. Denn der Prophet, als er dann bei der Schlacht von Uhud, als er dann rauskam, hat seine Kriegsrüstung angesetzt. Also er hat schon Schura gemacht, sich beraten. Dann sagten sie, ja, nee, wir haben es jetzt doch überlegt. Da hat er gesagt, es geziemt sich nicht für einen Propheten, wenn er seine Kriegsrüstung angezogen hat, die auszuziehen, bis Allah zwischen ihm und seinen Feinden entschieden hat. Das heißt, dann gibt es kein Hin und Her mehr. Irgendwann muss es eine Hierarchie geben, damit wir einen Weg gehen. Weil das haben wir leider auch oft. Jeder will was anderes und am Ende kommt es zu keinem Ergebnis, kommt es nur zu Chaos. Deswegen, Gerechtigkeit vor Hierarchie. Das ist hier die Botschaft. Denkt darüber nach in allem, was ihr tut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.